Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Bibi, und willkommen zu einem neuen Video bei Kurex. Und trotz der schlechten Qualität wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Hostet bei Kurex, abonniert ihn und kauft sein Merch. Und nein, dieses Intro ist kein bisschen geklaut. Hey und willkommen zu diesem neuen Tutorial auf dem Kurex-Kanal. Heute möchte ich euch einen Mod präsentieren, der mal was anderes kann als normale Mods. Nein, doch. Und zwar heute stelle ich euch den Blinking Skin Mod vor, womit ihr einen blinkenden Skin haben könnt. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie ihr den installiert und anschließend dann auch richtig konfiguriert. Als erstes öffnet ihr mit Windows und R die Ausführoption und geht in %appdata% und geht anschließend in Minecraft. Und erstellt euch den Ordner Mods. Nun fügt ihr den Mod, den ich euch unten in die Videobeschreibung packe, einfach hinein. Nun füge ich noch Optifine hinzu für eine bessere Performance. Nun kann ich schon wieder das Fenster schließen und Minecraft starten. Nun wechsle ich in die Option Skins und klicke auf Skin durchsuchen. Nun wähle ich auf meinem Desktop den Skin, den ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung findet. Klickt dann anschließend auf Speichern und könnt euer Spiel mit Forge 1.8.9 starten. So, nun befinden wir uns im Spiel. Und wie wir hier schon sehen können, gibt es ja jetzt auch Mods und natürlich den Blinking Skin Mod. Ihr klickt anschließend auf Config und bei euch ist normalerweise hier alles auf False eingestellt. Dies habe ich jetzt auch gerade getan und joine den Server timodia.de, weil auf manchen Servern funktioniert er nicht, wie zum Beispiel bei mainzucht.net oder Griefer Games. Tja, das Game könnte jetzt ein wenig ruckeln, da ich den Aero-Modus gerade deaktiviert habe. Kleinen Moment. So, nun müsste es besser laufen. Hoffe ich doch. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie ihr diesen Skin zum Blinken bringt. Geht ihr auf Mod-Option, Blinking, Skin Mod, Config. Stellt ihr einfach das Blinking, einfach das an, was ihr zum Blinken haben wollt. Und klickt auf Done. Und wie ihr schon sehen könnt, wir changen die ganze Zeit unseren Skin. Wir können hier auch mal gerade nachfragen. Huhn. Blinkt mein Skin? Zweitausend Jahre später. Ja, wie Augenkrebs. Ja, also wie ihr schon seht, andere Leute können die auch sehen. Und ja, also, ich habe euch jetzt in diesem Video gezeigt, wie ihr das selber machen könnt. Also macht es, fuckt die Leute ab. Und wenn ihr noch mehr haben wollt, liked dieses Video. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung für meinen Vor-Intro-Maker. Also von der Audio her. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao!